So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir legen los mit einem neuen Tag und Lilith. Ne, Lilith machen wir nicht, weil Lilith ist fertig. Also, Lilith ist fix und fertig, ne? Mit Lilith haben wir nichts mehr zu machen. Lilith ist der erste Charakter, mit dem wir wirklich auf 100% haben. Von den Tainteds. So, gucken wir mal, wen wir kriegen. Cecil, mit dem haben wir auch noch viel zu wenig. Mit dem haben wir aber tatsächlich Mava schon geschafft. Und er hat eigentlich nur noch Mega-Satan und Kleinkram. Also würde ich sagen, schnappen wir uns das Polaroid und schnappen uns Mega-Satan. Rainbow Worm, hat er überhaupt Effekte auf uns? Ja, hat er. Aber ich komme da nicht dran. An den Kram. Und es ist neu, dass er immer Eimer spuckt, ne? Das hat er früher nicht gemacht. Früher hat er nur gespuckt, wenn man nur kurz gehalten hat. Das war jetzt dumm von mir. Aber jetzt macht er das immer. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass er das macht, tatsächlich. Weil ich stelle mir das hart nervig vor, wenn er das jedes Mal macht. Ja, komm, machen wir erst den Boss, holen wir uns dann das Item aus dem Item Room. Was habe ich ihm denn da verpasst? Wenn ich ihn anhuste, mache ich das offenbar. So, bisschen Glück, bisschen, weiß ich nicht. Bisschen Abhalt, ne? So, what's up? Können wir wieder nicht fliegen, weil wir Broken Wings haben. Haben zerbrochene Flügel. Jetzt der Sacrifice Room, zu dem wollen wir gerade nicht. Aber von dir hätte ich gerne noch ein paar Bomben. Ach, war jetzt ungünstig, dass da der Wurm mitgespielt hat. Oh, ja gut. Das ist Ace of Hearts, das nützt uns nichts. Turn back time. Ja, doch. Doch, könnte man produktiv nutzen. Wartet mal. Bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten nutzen. Wir gehen mal hier rein. Okay, definitiv nicht. Nicht das, worauf ich spekuliert habe. Ich habe nämlich spekuliert, da ist nur Mist drin. Und wir porten uns raus und machen alles wieder so, wie es vorher war. Aber ganz offensichtlich hatte das nicht funktioniert. Hätten wir noch ein paar Cent mehr, könnten wir uns hier irgendwas kaufen. Aber haben wir nicht. Dementsprechend geht es weiter. Cellar 2. Stimmt, ich kann ja hier einfach... Muss ja überhaupt nicht nah rangehen. Auch wenn der Wurm natürlich da mir ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Aber es funktioniert. So, jetzt probieren wir das. Oh, okay. Warte mal, wenn ich das Ding jetzt aufsammle. Slave Thousands. Und ich aktiviere jetzt das Turnback Time, dann sind wir wieder mit dem Fool hier vorne, okay. Es ist so, als hätten wir den Raum nie abgeschlossen. Aber es war eh nichts Gutes, es war ein Cent in dem Raum. Bombe finde ich gut.
Ah, komm. Wie findet ihr das, dass er die ganze Zeit dieses Niesen, Husten oder was auch immer das sein soll, macht? Also ich finde es ehrlich ein bisschen nervig. Ich weiß leider nicht, was das Herz macht. Oder liegt das Gehuste bloß an? Nee, er macht das immer. Okay, er hätte ja ein Dingsraum sein können. Ein Super Secret war es aber nicht. Ich finde es gut, dass man jetzt das hier hat, dass es dann so eine Druckwelle gibt, wenn man die zerstört. Aber ich finde es auch, wie gesagt, ein bisschen arg nervig. Es verhindert halt bloß, dass Kreaturen, die andere spawnen, das tun können. So, und jetzt porte ich uns raus, weil ich möchte das Herz nicht verlieren. Jetzt verliere ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Er hat es gerade geändert, der Wurm. Frechheit. Ja, der Brainwurm, das ist ein guter Wurm. Das ist mein Lieblingswurm. Vor allen Dingen für Sachen wie Brimstone. White Shot. Ja, hat das überhaupt wirklich einen Effekt auf uns jetzt? Eigentlich nicht so richtig. Ah, da habe ich vorbeigeballert. So. Ne, ich hätte gern den... Oh, das ist unfair. Jetzt kriege ich den Angel-Deal nicht mehr mit einer höheren Prozentzahl, weil es mich schon mal in den Devil-Deal geportet hat. Das ist gemein. Ich meine, ich könnte im Sacrifice Room den ganzen Kram besorgen. Wie ist es eigentlich? Wartet mal. Das will ich eigentlich herausfinden. Was passiert, wenn ich hier... So, ich bin jetzt mal blessed. Jetzt porte ich mich raus. Jetzt bin ich nicht mehr blessed. Wenn ich jetzt noch einmal drauflaufe, geht es wieder von vorne los. Okay. Ja, wollte ich rausfinden. Hätte ja auch sein können, dass man das behält. Was ich im Übrigen viel besser gefunden hätte. Tapeworm. Obwohl, der erhöht, glaube ich, nur die Range. Ist eigentlich wieder relativ wumpe. An meinen Rainbow Worm halt ich halt. Weiß ich nicht, ob ich den behalten möchte. Eigentlich hätte ich am liebsten den Brain Worm. Ah, den Effekt, der gerade drauf ist. Der gerade drauf war. Weil der Brain, der bringt halt nichts, weil Range ist egal. Der bringt dem normalen Assassin was, weil er halt die Range erhöht, aber... Für einen Assassin, der bereits maximale Range hat, bringt das halt gar nichts.
Ja, nö. Da gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Gehen jetzt erstmal hier längs. Ja, ganz ehrlich, wir müssen uns ja hier nicht beschädigen lassen. Das machen wir lieber selber im Sacrifice Room. Damit wir da ein Blessing rauskriegen. Und hier ist die Lust. Ach, es gibt extra Schaden, wenn man Viecher damit markiert. Das ist gut zu wissen. Das war doch früher auch nicht so. Das ist alles... Das sind neue Mechaniken, die dazugekommen sind. Ja, jetzt hat uns doch noch was erwischt. Na gut, dann müssen wir halt damit leben, dass wir hier ein halbes Herz Schaden genommen haben. Ist mir jetzt wurscht. Ja, tatsächlich, wenn man die angehustet hat, ist man danach besser. Ist der Schaden besser. Ich halte so viel aus. Nee, Plop mag ich nicht. Daddy Six, den nehmen wir mal mit. Pyromaniac, it hurts so good. Das nehmen wir auf jeden Fall. Beat the juice out of them. Ist mit dem Brimstone eigentlich, glaube ich, ganz cool. Jetzt hier aber zeigen, wie cool das ist. In dem Raum haben wir jetzt nicht wirklich Plus gemacht. Hier haben wir Plus gemacht. Also, es nimmt sich nicht viel. Im Schnitt kommt es aufs Gleiche raus. Gibt bessere Räume, gibt schlechtere Räume. Er ist wahrscheinlich wieder ein besserer. Ja, weil es halt hier viele Viecher gibt, die man zeitgleich treffen kann. Bedeutet natürlich folglich auch gleich mehr Ladung. Oder ein HP ab, warum nicht? Aber kein Angel Deal. Klatsch da nochmal drauf. Gibt wieder eine Münze. Ich weiß noch nicht, was ich will. Also zumindest das Angel Blessing hätte ich halt gerne. Aber Problem ist, man kriegt hier auf der Ebene so schlecht Spirit Hearts. Oh. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Wenn uns hier so einer erwischt, dann verlieren wir Herzen, aber wir kriegen nichts raus. Nicht richtig geladen. Aber den haben wir schon mal weg. Okay, goldener Schlüssel. Goldener Schlüssel ist super. Ich habe das Gefühl, manchmal lädt er nicht richtig. Oder meine Taste gibt langsam Geist auf. Das kann auch sein. Ja gut, kann ich jetzt nicht sehen, ne?
Ah, Forget Me Now will ich nicht. Rerollen wir. Z-Onion Tears ab, das ist okay. Boss Time. Wow. Das ging ab. Mom's Pearl und. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Weil das Ding können wir ja mit Herzen versehen. Mit echten roten Herzen. Und können uns dann im Sacrifice Room opfern. Möchte mal probieren, ob das Herz direkt zerstört. Nein, tut es nicht. Warum kriege ich schon wieder eine Münze? Habe ich den Sacrifice Room kaputt gemacht? Oder muss ich das wirklich am Stück machen? Aber das muss ich doch nicht am Stück machen. Da durfte man doch zwischenzeitlich rausgehen, oder haben die das geändert? Vielleicht habe ich den kaputt gemacht. You feel blessed. Okay. Brauche ich noch mehr Herzen? Ah, das heben wir uns auf fürs Ende. Money, money, money. It would be funny in a rich man's world. Kann ich das damit raushusten? Eigentlich nicht. Doch. Ah. Oh, ja, jetzt habe ich das Herz kaputt gemacht. Shit. Jetzt würde ich gerne die Zeit nochmal zurückdrehen können. Puberty, auch gut. Drei davon und wir. Wir kommen in die Pubertät und werden erwachsen. Aber wir sind jetzt in der Pubertät, wir müssen bloß erwachsen werden. Ich kann Projektile weghusten? Ehrlich? Das ist die Welt, in der wir leben? Auch nicht, schade. Hätte ich schön gefunden. Ja, da stand ich doof. Das hat mich fast erwischt. Okay, ich verliere immer mehr Herzen und bekomme nichts Neues dazu. Gut, was bist du? Fanny Pack, filled with goodies. Das ist eigentlich ganz cool. Was bist du für eine Karte? Die Strength. Ja. Was bist du für eine Pille? I can see forever. Die ist gut. Ich will die Strength mitnehmen. Jetzt können wir nämlich die Geheimräume sehen. Dann müssen wir nicht mehr danach suchen. Aber laut Anzeige ist hier noch Geld drin. Ha! Hat sich dahinter versteckt. Frech. Ich hab ja ein Blessing schon gekriegt, ne? Ist halt schwierig. Ich möchte halt eigentlich gerne den Angel Deal haben. Ja, der chargt unser Item nur. Ah, ist das schwierig. Ich würde sagen, zwei Herzen opfer ich noch. Wir kriegen ja einen Health ab.
Und dann ist das okay. Sind wir halt auf 3 Herzen runter, aber mein Gott. Wir haben im Sacrifice Room ein bisschen was Arbeit geleistet. Ah, eins geht noch. Burnt Penny. Mehr Bomben, ja. Hat uns jetzt viel gekostet, aber vielleicht wird es uns eines Tages einen Angel Deal bringen. Ich will ja sowieso eher auf rote Herzen als auf Dings. Auf Spirit Hearts. Oh. Angel Deal. Oh, das ist der stark. Da benutze ich die Strength für. Kenn ich jetzt gar nichts. Moment. Vorher anhusten, das macht extra Damage. Das ist der Corona-Mode. Wir husten den Gegner an, dann nimmt er mehr Schaden. Ja, noch ein Spirit Heart, sehr schön. Irgendeine Tür ist gerade aufgegangen. Ach, hier ist ein Mob-Trap. Noch ein HP ab. Sehr schön. Okay, das mit dem Anhusten und Bonus-Damage finde ich wiederum gut. Oh, da bin ich zu nah rangegangen. Sollte ich einfach mit Damage arbeiten. Ja, bei Corona sind. Kriegt ihr diese ganzen Demos und so weiter mit? Ich finde das. Also, ich sehe da ab und zu mal einen Bericht drüber und diese Leute hier sind. Und wir hatten letzt eine bei uns in der Stadt. Und es ist einfach immer wieder erstaunlich, was die Leute für einen Schwachsinn reden. Wo dann Leute hingehen, ja, das ist. Die Experten sagen das alle und du sitzt da bloß und denkst dir, nee, im Leben sagt das auch nur ein Experte. Wer das sagt, kann per Definition kein Experte sein. Weil es einfach faktisch überhaupt nichts teilweise mit dem Thema zu tun hat. Aber es sind dann wieder die Experten. Und wegen sowas wird dann Telegram wieder am Ende zum Problem. Und Leute wie ich, die dann auch Telegram benutzen, die müssen dann immer dazu sagen, also ich sag das wirklich, wenn ich beruflich irgendwas mache und die Leute fragen, wie man mich erreichen kann, ich sag Telegram, sage ich immer Furry, nicht Verschwörungstheoretiker. Ja, da möchte ich gerne mal rerollen. Blöd, dass die jetzt immer explodiert, wenn man eine Bombe dafür benutzt. Ich möchte das Battery Baby. Ich meine, ich kann auch mit unserem Würfel nochmal. Ne. Ich finde das halt so schade. Es gibt mal eine globale Krise und. Ja. Am Ende zeigt's bloß, wie blöd eigentlich die Leute sind. Den möchte ich gerne rerollen. Also, ich meine, klar, wir wussten vorher schon alle, dass Leute doof sind.
Aber es zeigt halt auch so ein bisschen, wie doof die Leute aus der eigenen Familie sind. Also zumindest, wenn es um mich geht. Ich habe wirklich Leute in der Familie, wo ich mir denke, halt einfach die Schnauze. Wenn du keine Ahnung hast, dann sei einfach ruhig. Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn die Familientreffen vorbei sind. Weil bei mir in der Familie ist es leider so, bei Familientreffen trifft sehr viel Meinung und sehr wenig Ahnung wirklich zusammen. Und dann sitzt der Wolf da und denkt sich, du hast jetzt die Wahl. Entweder du kannst eine Riesendiskussion anfangen und stehst alleine im Prinzip als Stimme der Vernunft da. Oder du lässt es bleiben und hoffst, dass es schneller wieder vorbei ist. Und das sind halt keine guten Optionen, sage ich euch ganz ehrlich. Das sind keine guten Optionen für ein Familientreffen. Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe aber, eure Familien sind da etwas besser als meine. So lade ich überhaupt. Wir müssen erstmal ein ganzes Stück geradeaus. Jetzt habe ich es nicht gererollt. Ich bin auch doof. Jetzt wollte ich es ja eigentlich rerollen. War ich so in meinen Gedanken versunken? Aber wir kriegen noch mehr Geld. Also, ich hätte gern wirklich einen Geldbettler. Dann könnten wir noch ein Health-Up abstauben. Mehr Health-Ups wären gut. Würde mir wirklich gefallen. So, ne, erst Boss machen, dann Erz holen. Ja, genau wegen sowas. Erstmal kurz anhusten. Das ist tatsächlich gut, dass er sich auf dem Zeug langsamer bewegt. So, Ball of Bandits. Ja, den haben wir schon gesprengt. Hilft uns jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir uns das Health ab und dann ist gut. Ja, sind wir mit der Ebene fertig. So, ich hätte gerne einen Shop mit 300 blauen Herzen, bitte. Ein Shop, der im Prinzip nur das verkauft. Vielleicht noch ein Champion Belt. Schlüsselbettler. Bin am Überlegen, ihm tatsächlich ein paar Schlüssel zu geben, aber wir gucken uns erst noch mal ein bisschen auf der Ebene um. Okay, der macht halt sowas. Ja, ist okay. Fahre ich mal einen Schlüssel und spreng den Automaten. Ist eigentlich Schwachsinn, weil wir haben das Geld. Hätte vielleicht eher spielen sollen, ob ich noch mehr Schlüssel oder Pillchen rauskriege.
noch einen Schlüssel. Da ein cooles Trinket hätte ich auch gerne. Ist irgendwo noch einer? Ich habe gerade vergessen, dass das Vieh so eine Riesenreichweite hat. Für eine Sekunde hat mein Gehirn das ausgeblendet. Dass ein Brimstone ewig geht. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so ein Wurmvieh. Das halt nur eine begrenzte Reichweite hat und dem man easy ausweichen kann. Und nicht, dass es gleich den Todeslaser abfeuert. Bomben? Wer braucht denn Bomben? Shotspeed ab, ja. Das brauche ich. Wisst ihr was? Ich lasse den Schlüsselbettler Schlüsselbettler sein und gehe jetzt einfach zum Arm. Und versuche mich nicht treffen zu lassen. Okay, wir wurden getroffen. Ja, wir haben ja noch ein paar Ebenen, um einen Angel Deagle rauszuhauen. Mein Gott, die blaue Marm ist mega ätzend, wenn man nicht so viel Damage austeilt. Und wir teilen definitiv keinen Damage aus. Jetzt erst bei der Hälfte. Nee, das wird nichts. Leute. So, jetzt mit Bomben irgendwie mal ein bisschen Schaden durchzukriegen. Oh Gott, wir haben keine Bomben mehr. Scheiße. Ah, Mist. Na gut, Leute. Ihr lasst mir einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.